Mein Name ist Alexander Reimchen, ich bin 46 Jahre alt, komme aus Herzogenaurach, das ist im Kreis Erlangen-Höchstadt, und habe an der FH Südwestfalen berufsbegleitend Maschinenbau studiert. Mein Name ist Frank Schönstein. Ich arbeite hier bei Schaeffler aktuell im Bereich Vorentwicklung Produkte für Needle Bearings. Durch unsere Technologien, Produkte und auch Services in den Bereichen gerade E-Mobilität, CO2-effizienter Antrieb, aber auch Industrie 4.0, Digitalisierung, erneuerbare Energien, ein verlässlicher Partner, wenn es darum geht, Mobilität und Bewegung effizienter, innovativ und vor allem auch nachhaltiger zu gestalten. Bei meiner Arbeit ging es um Freiläufe. Schaeffler liefert Rollenfreiläufe als Trennkupplungen für elektrische Starter für Motorräder. Diese werden benötigt, um den Motor zu starten und nach dem Start den Starter quasi von dem Motor zu trennen, deswegen Trennkupplung. Und in diesen Anwendungen werden diese Rollenfreiläufe wegen der hohen Dynamik beim Start oder beim Stopp vom Motor besonders hoch belastet. Das führt oft zu Schäden am Freilauf oder sogar Totalausfällen. Mit meiner Arbeit wurde eine Selbstschutzfunktion entwickelt, integriert in den Freilauf, welche eben solche Schäden vermeiden soll. Er hat da mit mehreren Bereichen international zusammengearbeitet, mit vielen Abteilungen, sei es der Versuch, sei es die Fertigung natürlich. Und wir müssen uns vorstellen, es geht um ein spanloses Produkt, also nicht maschinend gefertigt. Das heißt, wir bringen alle Details in die Hülse letztendlich ein in dem Fall. Und dann muss das ganze Bauteil noch wärmebehandelt werden. Und da entsteht Verzug, da sind extrem hohe Herausforderungen an das Produkt gegeben und die hat er federführend mit einem starken Team aber auch bewerkstelligt. Als ich von der Auszeichnung mit dem Dr. Kirchhoff-Preis erfahren habe, war ich sehr überrascht. Auf der anderen Seite auch sehr froh und auf mich stolz, denn es war nicht einfach für mich, berufsbegleitend neben Familie, Beruf und anderen alltäglichen Sachen zu studieren und ein Ergebnis zu bringen, was diese Auszeichnung rechtfertigt. Beruflich geht es bei mir bei Schaeffler weiter. Ich werde in der Entwicklung weitere Aufgaben übernehmen und neue Produkte entwickeln und das Wissen, was ich bei meinem Studium erworben habe, umsetzen. Mein Name ist Henrik Sparenberg, ich arbeite seit über 10 Jahren bei der GEA Farm Technologies und habe an der Fachhochschule Südwestfalen am Standort Iserlohn den Verbundstudiengang Angewandte Informatik studiert. Ja, mein Name ist Martin Schnare, bin 32 Jahre alt, arbeite jetzt seit 4 Jahren bei der GEA. Meine Aufgabe ist es in diesem Kontext, die Anforderungen aus dem Feld von unseren Kunden, unseren Landwirten, eben zu sammeln, aufzubereiten und in der Form dann quasi unseren Softwareentwicklern, also im speziellen Hendrik, dann ja dazu bieten, dass er quasi eine Grundlage hat, auf die er die Sache entwickeln kann. In der Abschlussarbeit ging es um das Thema Milchviehhaltung und um ein Dashboard für unsere Herdenmanagement-Software Derinet. Derinet ist das Anwendungsportal, wo der Kunde seine Tiere verwaltet, seinen Betrieb managt und seine Erträge einsehen kann. Und da sollte er natürlich möglichst schnell einen Überblick über seinen Betrieb und über die Performance seiner Anlage und seiner Tiere bekommen. So ein Dashboard hat zur Aufgabe, erstmal die allerwichtigsten Kennzahlen, die relevant für jeden Tag sind, dem Nutzer zu vermitteln und basierend auf denen der Nutzer entscheiden kann, wo muss ich tiefer in die Analyse gehen, wo sind vielleicht Probleme, was kann ich heute optimieren. Und da haben wir auch ganz intensiv mit der Praxis draußen zusammengearbeitet, also mit unseren Kunden zusammen, genau, um da eben eine Lösung zu haben, die allen Nutzeranforderungen entspricht. Besonders spannend und knifflig war sicherlich die verschiedenen Anforderungen von den verschiedenen Kunden, die Anforderungsanalyse. Gerade da Kunden der Landwirtschaft noch nicht unbedingt in diese Softwareentwicklungsprozesse integriert sind, war es schwierig, Anforderungen zu erkennen, zu analysieren und die auch in gezielte Kommunikationskanäle einzugießen. Und dann natürlich auch diese attraktive Gestaltung und die individuelle Anpassung für die einzelnen Kunden, sodass jeder Kunde sich dort wiederfindet in dem, was dort entwickelt worden ist.
Ja, dass Henrik den Dr. Kirchhoff-Preis gewonnen hat, das motiviert uns als Unternehmen. Das zeigt uns, wie relevant solche Themen mittlerweile auch in Fachhochschulkreisen ankommen oder wahrgenommen werden. Die Information, dass ich den Preis erhalte, habe ich kurz vor Weihnachten bekommen. Es war ein schönes Weihnachtsgeschenk, das am 23.12. dann per Post in meinem Briefkasten gekommen ist. Nach der Masterarbeit habe ich die Festanstellung, die bereits in der Firma bestand, weiter fortgeführt. Ich werde hier aktuell die Stelle des Lead-Entwicklers kleiden und werde auch hier gerne in diesem wirklich sehr spannenden Umfeld mit der Kombination Landwirtschaft und digitale Technologien und Software weiter begehen und freue mich einfach, weitere tolle Sachen und Dinge für die Kunden, für die Landwirte zu entwickeln. Mein Name ist Janis Raunke, ich bin 24 Jahre alt und habe im Bachelor an der Fachhochschule Südwestfalen in Soest Maschinenbau studiert und mich im Anschluss an das Bachelorstudium dazu entschieden, auch ein Masterstudium aufzunehmen, was ich im Bereich digitale Technologien absolviert habe. Ja, die Firma Richter Packautomatik stellt Verpackungsmaschinen her im Sekundärverpackungsbereich. Das heißt, wir nehmen das eingepackte Produkt und gruppieren es, verpacken es in Kartons und palettieren es am Ende. Dabei reicht das Produktportfolio tatsächlich von kleinen Backpulverpäckchen, die verpackt werden, über Möbel, Lebensmittel aller Art, Fußböden bis hin zu größeren Dimensionen, die wir auf unseren Anlagen flexibel verpacken. Die Masterarbeit hat sich mit einem ganz zentralen Bestandteil der Verpackungsmaschinen befasst, nämlich dem Punkt, wo ich mein Produkt auf der einen Seite aufnehme und in den teilweise aufgerichteten Tray einsetze, bevor der Karton dann verschlossen wird und abgeschickt. Der Nutzen der Arbeit von Herrn Kraunke liegt vorrangig darin, dass wir dort weiterkommen im Hinblick auf die interdisziplinären Aufgabenstellungen, die Sondermaschinen immer mit sich bringen in Bezug auf die Produkteinsätze, die doch bei Sonderanlagen immer wieder anders zu konzipieren sind. Es ist gerade in der Entstehung, dass wir tatsächlich seinen Prototypen weiterentwickeln, mit weiteren Aufgaben für Studierende und Techniker versehen. Und das ist ein unschätzbarer Wert, den halt so eine praktische Ausführung bietet, die ja dann tatsächlich auch hier im Betrieb gleich mitbetreut, weiter als Aufgabenstellung. Ich denke, der Nutzen der Arbeit ist, dass man vor allen Dingen das Antriebskonzept völlig neu denkt. Dass wir bislang mit zwei Servomotoren gearbeitet haben oder einem Servomotor und einem Pneumatikzylinder und in der Lage waren, in einem recht beschränkten Bereich die Dosen von A nach B zu übersetzen, häufig auf einer Ebene, also hier aufnehmen, hochsetzen und wieder auf derselben Ebene abnehmen. Und mit dem neuen Konzept sind wir jetzt in der Lage, die Position im Raum vielfältig anzufahren. Das heißt, ich kann hier abnehmen, kann nach oben fahren und beliebig die Position anwählen und vor allen Dingen beim Absetzen in verschiedenen Lagen übereinander absetzen. Also Herr Grauke ist dann nach Abschluss der Arbeit, nicht infolgedessen, sondern wir hatten es natürlich im Vorfeld schon besprochen, dass er hier in einem unbefristeten Arbeitsvertrag übernommen wird, da seine Arbeitskraft einfach sehr geschätzt wird hier. Es ist auch so, dass er von den rein konstruktiven Tätigkeiten, die er hier jetzt ausfüllen wird, auch freigestellt ist, stundenweise für weitere innovative Ideen, die so in ihm schwirren und die wir fördern wollen und die uns da hoffentlich noch viele neue, interessante Ideen und Umsetzungen bescheren werden.